Wir sehen uns auf reitschuster.de. Sehr emotionaler Mensch wollte ich heute eigentlich in der Berichterstattung über die Bundespressekonferenz so richtig ausholen, denn als ich sie verfolgt habe heute, da kochte es teilweise in mir, das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Stattdessen habe ich mich entschlossen, mich zurückzuhalten und Ihnen jetzt einfach die Aussagen von Frau Demmer, meiner ehemaligen Fokus-Kollegin, zu Ida Oberstein und die Fragen und die Antworten meiner Kollegen unkommentiert hier hereinzuschneiden. Nur einen Kommentar möchte ich vorab noch machen. Wir haben heute für meine Seite ein Interview mit dem ermittelnden Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann gemacht und der hat nochmal klargestellt, dass er sich nie dahingehend geäußert hat, dass der Tatverdächtige in Verbindung mit der Querdenkenbewegung stehe. Ich wiederhole es nochmal, leidender Oberstaatsanwalt sagt nie eine Aussage, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Tatverdächtigen und der Querdenkerbewegung. Das ist wichtig vorab nochmal festzustellen und jetzt beginne ich mit den Szenen aus der Bundespressekonferenz. Vielen Dank an RTL, dass die Aufnahmen gemacht hat und von dem ich sie abkaufen konnte. Es gab heute Kabinett, aber es gab auch noch andere Ereignisse in diesem Land und Frau Demmer hat das Wort. Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ich möchte hier zunächst für die gesamte Bundesregierung meine tiefe Bestürzung über die grausame Tat in Ida Oberstein aussprechen, die bundesweit für Entsetzen gesorgt hat. Die Bundesregierung verurteilt diese gezielte Tötung auf das Schärfste. Die Enthemmung von Gewalt macht sprachlos. Wir trauern um den jungen Mann, der niederträchtig erschossen wurde. Unser Mitgefühl und tiefe Anteilnahme gelten der Familie, den Angehörigen und seinen Freunden in diesen schweren Stunden. Der genaue Hintergrund dieser entsetzlichen Tat und die Tatmotivation ist nun Gegenstand des durch die örtlichen zuständigen Ermittlungsbehörden eingeleiteten Verfahrens. Der Täter ist ja geständig und befindet sich in Untersuchungshaft wegen Mordverdachts. Presseberichte zu Äußerungen des Täters und Zitate aus Vernehmungen möchte ich an dieser Stelle gar nicht kommentieren. Das gilt auch für Berichte, dass das Opfer den mutmaßlichen Täter auf das Tragen einer Maske aufmerksam gemacht haben soll. Hier warten wir die Ermittlungsergebnisse ab. Aber was ich doch kommentieren möchte, ist, also die Tat ist bereits unerträglich und sie wird nun in den sozialen Netzwerken und in Messenger-Diensten zum Anlass genommen, noch mal mehr den Versuch zu unternehmen, unsere Gesellschaft zu spalten und noch mehr Hass zu schüren und Hetze zu verbreiten. Und sie wird missbraucht, um öffentlich zu Gewalt aufzurufen. Das ist verstörend und das muss aufhören. Die Justizministerin hat in diesem Zusammenhang bereits richtigerweise betont, und das bekräftige ich hier auch ausdrücklich noch einmal, dass sich unser Rechtsstaat der Radikalisierung von gewaltbereiten Corona-Leugnern mit allen Mitteln entgegenstellen muss. Diese Eskalation, und das ist auch das, wovor wir als Bundesregierung warnen, geht mit einer Welle von Desinformationen und Verschwörungsideologien, die in den letzten Monaten sich verbreitet haben, einher. Hiervon sind vor allem staatliche Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie betroffen. Dass durch Hetze und Aufrufe zu Gewalt Menschen konkret gefährdet werden, zeigt nicht zuletzt der versuchte Brandanschlag auf ein Impfzentrum in Sachsen aus der vergangenen Woche. Auch gab es in den vergangenen Monaten schwere Ausschreitungen und Gewalt bei Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen gegenüber Medienvertretern und auch Polizistinnen und Polizisten. Also die Sicherheitsbehörden sind hier sehr wachsam und haben Radikalisierungstendenzen im Blick. Sie arbeiten mit ganzer Kraft dafür, dass alle Menschen hier in Sicherheit leben können. Bei allen Anstrengungen ist natürlich ein hundertprozentiger Schutz, eine hundertprozentige Sicherheit nicht zu gewährleisten, aber die Sicherheitsbehörden betrachten im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags die aktuellen Entwicklungen sowie die zunehmenden Radikalisierungen einiger Akteure der Querdenkerproteste sehr aufmerksam. Vielen Dank, Frau Demmer. Ich habe zu dem Thema bereits Herrn Viehweger, Herrn Jung und Herrn Rothbeck und Herrn Rinke. Ja, meine Frage wäre vor allem auch ans Innenministerium, wie Minister Seehofer diesen Fall einschätzt, als eher als Einzelfall
oder ob es eben auch ein Zeichen ist, dass man die gesamte Querdenkerszene doch auch gewaltbereit oder einen großen Teil davon gewaltbereit einschätzen muss. Es gab ja zum Beispiel auch vom Kriminalbeamten und von anderen in der Zwischenzeit Bewertungen in die Richtung, dass es doch eine Gewaltbereitschaft unter Verschwörungstheoretikern gibt. Lassen Sie mich vielleicht ein paar Worte vorweg sagen, auch wenn Frau Demmer eigentlich alles gesagt hat. Auch ich möchte erwähnen, dass diese Tat in Ida Oberstein abscheulich ist und bestürzend. Diese Tat zeigt ein dramatisches Ausmaß an Verrohung in der Gesellschaft. Nach allen Erkenntnissen, die wir bisher haben, handelt es sich um einen Einzelfall, um einen zwar extremen Einzelfall eben, aber eben doch um einen Einzelfall, von dem wir nun keine generalisierenden Rückschlüsse ziehen können. Ganz allgemein möchte ich zu der Querdenker-Szene sagen, zu der Frage, nach den Erkenntnissen des BMI und der Sicherheitsbehörden verkleinert sich diese Szene. Gleichzeitig gibt es aber einen radikalen Kern, der sich auch weiterhin radikalisiert. Und diesen Kern, diese Szene haben wir und die Sicherheitsdienste sehr differenziert im Blick. So, Frage ist damit beantwortet, ja? Dann geht es mit Herrn Jung weiter. Frau Demmer, da Sie auch von gewaltbereiten Corona-Leugnern sprachen, interpretiert die Bundesregierung diese Tat als eine politische Tat, habe ich Sie da richtig verstanden? Und Herr Wede, war das jetzt eine Aussage, die Sie gerade vorgetragen haben, vom Bundesinnenministerium an sich? Oder hat sich Herr Seehofer schon veräußert zu der Tat? Weil wenn es Fälle von, sage ich mal, migrantischer Gewalt und Kriminalität gibt, bei islamistischem Terrorismus, bei linksextremen Gewalttaten, dann ist er ja immer selbst der Erste, der vor eine Kamera tritt und dazu was sagt. Warum hat er bisher dazu nichts gesagt? Also ich habe ganz ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich jetzt die konkreten Hintergründe der Tat nicht kommentieren möchte. Das ist jetzt Aufgabe der Ermittlungsbehörden. Aber was eben wichtig war, das, was sich jetzt als Interpretation in den sozialen Netzwerken und im Internet breit macht, das galt es jetzt hier zu kommentieren. Das geht auch jetzt schon von hier aus, bevor die Ermittlungsbehörden zu Ergebnissen kommen. Ich kann dazu nur sagen, dass politische Hintergründe dieser Tat Gegenstand der Ermittlungen sind und sein werden und dass da jetzt nach meiner Erkenntnis noch keine Einstufung erfolgte. Das ist Teil der Ermittlungen. Was Ihre Einschätzung angeht, Herr Jung, die teile ich nicht. Und ich spreche hier fürs Bundesinnenministerium. Auf welche Einschätzung beziehen Sie sich? Sie hatten sich an den Worten von Frau Demmer angeschlossen, die von gewaltbereiten Corona-Leugnern gesprochen hat. Und wo bleibt die Aussage und der Auftritt von Herrn Seehofer? Ich spreche hier fürs Bundesinnenministerium. Ja, und für den Innenminister. Und damit auch für den Bundesinnenminister. Sind das die Worte des Innenministers? Nein, das sind meine Worte und ich spreche hier fürs Bundesinnenministerium. Herr Brodbeck. Frau Demmer, Sie sagten, das müsse aufhören, was da in den sozialen Medien passiert. Ist es ein Appell oder ist es die Ankündigung? Und welche Maßnahmen auch immer. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die die Bundesregierung hat. Und in der Tat ist es natürlich ein Appell und ein Bewusstmachen und darauf hinweisen, dass wir das so nicht hinnehmen und akzeptieren. Und gleichzeitig habe ich aber auch ja darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsbehörden hier ein sehr wachsames Auge haben. Und zu Details kann vielleicht ja auch das Innenministerium noch weiter ausführen. Also zu den Details der Tat kann ich mich jetzt hier nicht äußern. Wie gesagt, sind das jetzt Ermittlungen, die durch die zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz laufen. Habe ich Herrn Rinke als Nächsten. Ja, und eine Nachfrage an das Bundesinnenministerium. Sie haben gesagt, dass die Szene der gewaltbereiten Querdenker-Corona-Gegner sich verkleinert, aber radikalisiert. Können Sie vielleicht noch ein paar mehr Details nennen? Also, dass man eine zahlenmäßige Vorstellung hat, um welche Gruppe oder welche Größenordnung wir reden. Zum Zweiten gibt es regionale Schwerpunkte. Also kann man sagen, es ist im Westen oder im Osten stärker verbreitet, diese Radikalisierung.
Und haben Sie Informationen auch zwischen unterschiedlichen Radikalisierungen bei Männern und Frauen? Ich habe Ihre Fragen notiert, Herr Rinke, und werde mich um eine Nachreichung bemühen. Jetzt geht es da weiter. Ja, man, können Sie mich hören? Ja, mit Maske ist gut, das hatten wir ja so, das ist ja so die Linie, dass wir mit Maske fragen. Ich habe eine Frage an den Bundes... Aber wenn Sie ins Mikrofon sprechen, das wäre ja hilfreich für die Verständlichkeit. Hier, okay. Ich habe eine Frage an das Bundesinnenministerium und das Justizministerium, und zwar die gleiche Frage, ob man denn das Aggressionspotenzial der Querdenker-Szene jetzt rückblickend betrachtet vielleicht dann doch unterschätzt hat. Die Sicherheitsbehörden haben sich in der jüngsten Vergangenheit sehr eindeutig dahingehend geäußert, dass diese Gefahr der Querdenker und vor allem dieses radikalen, extremen Kerns der Querdenker nicht zu unterschätzen ist und dass hier auch durchaus mit Gewalttaten zu rechnen sein musste. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon Gewalttaten gegen Sachen erlebt. Frau Demmer hatte den Brandanschlag erwähnt. Insofern, die Sicherheitsbehörden haben sich hier sehr klar dazu positioniert, diese Gefahr zu benennen und sie auch ganz gezielt in den Blick zu nehmen. Dann habe ich den Kollegen Lange hier vorne. So, dann geht es mit dem Kollegen Gers weiter. Achso, anderes Thema. Gut, dann andere Liste. Dann geht es mit dem Kollegen Reitschuster weiter. Der hat eine Frage an Frau Demmer und stellt sie online. Sie sprechen von einer Radikalisierung und Zuwachs von Hass und Aggression, schreibt er. Ist das für Sie auch Anlass für eine selbstkritische Reflexion? Das ist groß geschrieben, dass Sie. Hätte die Regierung etwas anders machen können und sollen? Also durch die Pandemie und die in diesem Zusammenhang notwendigen Maßnahmen ist tatsächlich eine neue Form von Extremismus entstanden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, wie schon gesagt, betrachtet im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags diese aktuellen Entwicklungen und eben auch die zunehmende Radikalisierung, von denen der Kollege eben auch gesprochen hat, einiger Akteure in diesen Protesten sehr genau. Ich möchte aber trotzdem hier nochmal darauf hinweisen, dass das Interesse dabei nicht einer grundsätzlich kritischen Haltung der Bundesregierung gegenüber gilt, sondern unser Interesse gilt den Gewaltaufrufen und Angriffen auf unsere Demokratie. Und deshalb hat eben das Bundesamt für Verfassungsschutz ein neues bundesweites Sammelbeobachtungsobjekt eingerichtet, das die demokratiefeindliche oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates im Vordergrund sieht. Also es geht hier nicht darum, dass wir uns nicht mehr mit Kritik am Tun der Bundesregierung auseinandersetzen wollen, sondern es geht letztlich darum, dass alles, was gewaltverherrlichend oder radikal in Erscheinung tritt, da haben wir ein wachsames Auge. Herr Jung nochmal zu diesem Thema. Hat denn das Innenministerium und die angeschlossenen Behörden jetzt irgendwas veranlasst seit der Tat? Und wann ist mit einer Äußerung von Herrn Seehofer zu rechnen? Das Bundesinnenministerium hat sich hier heute geäußert. Und eine Veranlassung jetzt über die Prüfung und Ermittlung in diesem Einzelfall gibt es bislang nicht. Ist der Minister in Berlin? Ist der Minister in Berlin? Der Innenminister ist nach meinem Wissen in Berlin. Jetzt geht es mit Frau Kling weiter. Ich hätte noch eine Frage zu den Möglichkeiten, eben wie man diese Aufrufe zu Gewalt und so weiter verbieten kann. Konkret geht es ja um Telegram. Und mir ist einfach überhaupt nicht klar, was man tun könnte, außer auf freiwillige Kooperation von Telegram zu hoffen. Also ich kann vielleicht ganz allgemein sagen, natürlich ist es der Bundesregierung wichtig, dass es keinen rechtsdurchsetzungsfreien Raum gibt, also keinen Raum, in dem es eben nicht der Rechtsstaat auch mit seinen Regeln gilt. Bei Messenger-Diensten ist die Rechtslage eben eine andere in Bezug auf die Geltung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Und da müsste vielleicht das BMJV sich nochmal zu äußern. Vielen Dank. Also ich kann, da ich mich jetzt zum ersten Mal äußere, auch nochmal darauf hinweisen, die Bundesjustizministerin hat sich zu dieser Tat geäußert, hat ihre Bestürzung zum Ausdruck gebracht. Und was jetzt die Reaktionen aus dem Bereich der Sicherheitsbehörden
Behörden angeht, hatte sich der Kollege aus dem Bundesinnenministerium schon geäußert. Und ich kann das für das Bundesjustizministerium sagen, dass die Bekämpfung der Hasskriminalität, insbesondere im Internet, in dieser Legislaturperiode eine hohe Priorität für uns hatte. Zu nennen ist dabei insbesondere das Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität, das entsprechende Strafverschärfungen vorgenommen hat und auch die Ermittlungen gegen solche Kriminalität erleichtert. Und was jetzt die Entwicklung von Messenger-Diensten angeht, so ist zunächst richtig, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz reine Individualkommunikation zwar nicht erfasst, aber wenn solche Messenger-Dienste Funktionen anbieten, die denen von sozialen Netzwerken entsprechen, dann kann das je nach Umständen des konkreten Falls eben auch davon erfasst werden. Das sieht man auch daran, dass das Bundesamt für Justiz ja im Moment ein Verfahren gegen den Anbieter von Telegram führt. Eine Nachfrage dazu bitte. Das Verfahren ist ja schon einige Wochen am Laufen. Gab es da irgendeine Reaktion von Telegram? Zu den Einzelheiten des Verfahrens kann ich mich wie üblich im Moment nicht äußern, weil das ja noch läuft. Jetzt geht es nochmal da weiter. Ja, ich möchte gerne meine Frage von eben auch noch an das Justizministerium stellen, inwieweit oder ob das Aggressionspotenzial der Querdenker-Szene im Rückblick betrachtet dann vielleicht auch unterschätzt worden ist. Also das Gesetz, das ich eben genannt habe, betrifft strafbare Hasskriminalität, egal aus welcher Richtung die kommt. Dann habe ich eine Frage des Kollegen Jordans von AP, der sich an das Innenministerium richtet, auch zu diesem Thema. Aus dem Social-Media-Profil des Täters zeigt sich, dass er sich vor allem für rechte Politiker und Medien interessierte. Auch der ehemalige Verfassungsschutzchef Maaßen war auf seiner Followerliste. Sehen Sie in Äußerungen dieser Politiker und Medien eine Quelle, aus der sich extremistische Querdenker befeuern? Also, mir sind Presseberichte in diese Richtung bekannt. Ich möchte sie hier nicht kommentieren, weil es zur jetzigen Zeit viel zu früh ist, um zu den Kausalitäten zu äußern, was diese Tat oder diese Radikalisierung verursacht haben könnte. Insofern bitte ich um Verständnis, dass ich diese Frage hier nicht beantworten kann. So, dann habe ich jetzt noch zu diesem Thema Herrn Blank. Wir haben noch eine Reihe von anderen Themen. Deshalb würde ich jetzt mal fragen, gibt es da zu diesem Komplex noch Fragen? Dann wäre das die letzte Wortmeldung dazu und dann gehen wir zum Kabinett. Bitte schön. Oh. Ich sehe jetzt. Herr Wedel, Sie haben eben von einem Einzelfall gesprochen mit Blick auf Ida Oberstein. Nun gibt es ja die Vermutung, die Einbindung in die Querdenker-Szene. Wie kann man da von einem Einzelfall sprechen? Also wieso sprechen Sie von einem Einzelfall? Wir haben im Moment keine Erkenntnisse, dass es weitere Beteiligte, Mittäter, Teilnehmer im strafrechtlichen Sinne an dieser Tat gegeben hat. Aber eine Einbindung in die Querdenker-Szene sehen Sie schon, ja? Das ist Gegenstand der laufenden Ermittlung. So, jetzt kam hier noch ganz schnell vor Toastschluss eine Frage online herein von Franka Welz vom ARD-Hauptstadtstudio, die sich an das Innenministerium und das Justizministerium richtet. Vor dem Hintergrund dieser Tat, was über strafrechtliche Verfolgung und Beobachtung hinaus ist jetzt notwendig, um diesen Radikalisierungstendenzen entgegenzutreten? Wie schwer wiegt in diesem Zusammenhang das Scheitern des Demokratieförderungsgesetzes? Es sind ja hier schon viele Maßnahmen und Gesetzesverschärfungen und Gesetzesänderungen angesprochen worden. Wir haben diese Gefahr ja nicht erst seit heute bzw. seit gestern im Blick. Mit der Einrichtung dieses Sammelbeobachtungsobjekts durch die Verfassungsschutzbehörden steht jetzt das gesamte Repertoire an Maßnahmen, das den Verfassungsschutzbehörden zur Verfügung steht, zur Anwendung bereit, und das erfolgt auch schon. Die Ministerin hat sich in der Vergangenheit immer wieder dazu geäußert, für wie wichtig sie dieses Gesetz hält, und dazu habe ich im Moment nichts zu ergänzen. Gut. Es fiel mir schwer,
das alles unkommentiert stehen zu lassen. Aber ich denke, in dieser besonderen Situation macht es Sinn. Meine persönliche Einstellung zu dem, was in Idar-Oberstein passiert ist und vor allem dazu, wie darüber berichtet wird, wie das Ganze instrumentalisiert wird, wie das politisch ausgenutzt wird, habe ich auf meiner Seite heute ausführlich geschildert. Ich habe auch einen Bericht von einem Leser, den ich auch vorher schon kannte, bekommen, der aus Idar-Oberstein ist. Wir haben das auch geprüft, wir haben das verifiziert, haben inzwischen mehrere Aussagen dazu, die das bestätigen, und demnach hat sich der mutmaßliche Täter radikalisiert. Es gab eine Tragödie in der Familie. Der Vater hatte vor einem Jahr offenbar versucht, seine Frau zu erschießen, was ihm nicht gelang. Dann hat er die Waffe gegen sich selbst gerichtet, hat sich umgebracht. Und jetzt das Allerneueste, worüber ich auch noch nicht geschrieben habe, weil ich das ganz frisch bekam, wieder als Reaktion, auch von jemandem, den ich kenne, über die Netzwerke kenne, auch vorher schon. Und er ist ein Kollege von dem Tatverdächtigen, und er schrieb mir, dass er schon vor einigen Wochen ständig unerklärliche Fehler gemacht habe und nicht mehr normal arbeiten konnte, Codefehler gemacht beim Programmieren. Und er habe ihn dann darauf angesprochen, was mit ihm los ist. Und jetzt lese ich vor, was der schreibt. Er hat die Geschichte mit den Eltern erzählt. Der Vater war schwer krank und wurde wegen der Corona-Bettenfreihaltung nicht operiert. Da hat er aus Angst die Frau und sich erschossen. Mario wollte sich um die Mutter kümmern, da die jetzt plötzlich auch noch Krebs hatte. Helge Braun würde das wohl Kollateralschaden nennen, so schreibt das dieser Kollege. Ich lasse das völlig unkommentiert stehen. Offenbar jemand mit einer sehr dramatischen Familiensituation, und das ist überhaupt nichts, was die Tat in irgendeiner Weise rechtfertigen würde oder auch nur relativieren würde, um Gottes Willen. Aber es stellt eben es wirft die Frage auf, inwieweit das verantwortungsbewusst ist, wenn man das dann instrumentalisiert, wie das Politiker und durchaus auch Journalisten machen, wenn man das politisch nutzt. Und zum großen Teil die gleichen Leute, die bei religiös motivierten Attentaten immer sagen, das war ein psychisch Kranker, das war ein Einzeltäter. Wie gesagt, mir fällt es hier sehr schwer, unemotional und ruhig zu bleiben, weil ich diese Instrumentalisierung schrecklich finde. Und leider passiert das bei vielen Taten, es passiert auch bei anderen Taten, es passiert aus verschiedenen Richtungen. Es gab jetzt auch Politiker, die sagten, das ist die Verantwortung der Bundesregierung, was da passiert ist. Das halte ich auch für eine Instrumentalisierung, das halte ich auch für unzulässig. Mich macht das unglaublich traurig, dass wir in so einer vergifteten Atmosphäre leben. Und wie gesagt, ich habe heute einen langen Artikel auf der Seite, mehrere Artikel dazu, aber einen, in dem ich mich nochmal mit meinen persönlichen Eindrücken und Reaktionen damit befasse, der Mord von Idar-Oberstein, der Hass und die Agitprop. Und jetzt gehen wir weiter, auch wenn es mir schwer fällt, zu den anderen Themen auf der Bundespressekonferenz. Ich hatte eine Frage zum Thema Corona. Und wie die nicht beantwortet wurde, finde ich phänomenal. Also wenn es einen Preis gäbe für die Nichtbeantwortung, für das Ausweichen von Fragen und für das völlige Vorbeireden an der eigentlichen Frage, dann wäre das heute in meinen Augen preisverdächtig gewesen. Voilà. So, Herr Reitschuster, Sie können das wiederholte Senden von Erinnerungen einstellen. Ich habe Ihre Frage noch auf dem Schirm und auch in meinem Kopf und vor mir. Und es geht hier auch um die Unterbelegung. Er schreibt, der Lockdown wurde vor allem mit dem Ziel Flattering the Curve begründet. Ziel war nicht die Senkung der absoluten infizierten Zahlen, sondern die zeitliche Streckung. Und jetzt kommt die Frage, finden Sie dieses Ziel zwar sinnvoll angesichts einer im Schnitt ganzjährigen 16% Unterbelegung? Nicht neue Erinnerungen senden, dann geht das nämlich hier weg. In den Krankenhäusern, einschließlich der Intensivabteilungen, wie ich es Ihrem hier bereits am Montag abgesprochenen Gutachten entnehme. Angesprochen, aber es steht abgesprochen da. So. Also vielleicht noch mal ganz grundsätzlich der Hinweis, wir sind ja in Deutschland insgesamt bislang sehr, sehr gut durch diese Pandemie durchgekommen, und das hat ja auch gerade dazu beigetragen, dass die Krankenhäuser im Großen und Ganzen nicht überlastet wurden. Und auch vielleicht nochmal zu der Nachreichung von vorgestern.
Die Zahlen haben den gesamten Jahreszeitraum ja beleuchtet und eben nicht einzelne Schwerpunktmonate, wo die Belastung besonders hoch war. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine gute Antwort auf die Frage von Herrn Reitschuster. Wir sind gut durch die Pandemie gekommen und dadurch wurden die Krankenhäuser nicht überlastet. Das ist eine Aussage, die auch Corona-Maßnahmenkritiker so unterschreiben könnten. Das ist eine Ausnahme, wie wenn man sagt, weil draußen den ganzen Tag die Sonne geschienen hat, ist es trocken geblieben. Wer würde da widersprechen wollen? Frage ist nur, was hat es mit meiner Frage zu tun? Nicht viel mehr Glück hatte der Kollege Warwick von RT, dem russischen Regierungssender, der vor mir drankam und etwas aufgriff, was im Wesentlichen über meine Seite lief. Schauen Sie sich den Wortwechsel an. Auch da wurde ich nicht so recht schlau aus den Antworten, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich nicht schlau genug bin für die Bundesregierung. Und stopp, bevor ich es vergesse, ich hatte in meinem Video hier am Montag mich noch beklagt, dass es keine Nachreichung des Gesundheitsministeriums gab zur Belegung der Betten auf meine Frage hin. Und am Dienstag kam diese Nachreichung. Im Video kann ich es nicht mehr ändern. Hier also der Hinweis, dass die kam, diese Nachreichung. Was da drin steht, darüber habe ich ausführlich auf der Seite geschrieben und das erwähnt jetzt hier auch Herr Warwick nochmal. In meinen Augen durch die Nachreichung wurde nochmal das, was ich angreide, der Regierung hier verschärft. Aber sehen Sie sich selber an. Jetzt hat Herr Warwick noch eine Frage zur Krankenhausbelegung. In dem Zusammenhang? Ja. Laut einem Gutachten des Leibniz-Instituts im Auftrag des Gesundheitsministeriums war die Bettenauslastung durch Patienten mit Covid-19 betrug diese 1,9% insgesamt und etwas, glaube ich, was waren das, 3,4 bei den Intensivbetten. Gleichzeitig hatten Sie in Ihrer Nachreichung vom Dienstag erklärt, dass es keine flächendeckende Überlastung in den Krankenhäusern aufgrund der Pandemie gegeben habe. Vor diesem Hintergrund hätte ich noch eine Verständnisfrage. Und zwar hat Regierungssprecher Steffen Seibert hier am 16. April erklärt, die Intensivbettenkapazitäten sind an vielen Orten ausgereizt oder kurz davor. Da würde mich nur interessieren, ob aufgrund Ihrer Datenbasis und im Zusammenhang mit dieser Nachreichung Sie sagen würden, dass diese Aussage des Regierungssprechers eine reale empirische Basis hatte zu dem Zeitpunkt oder nicht? Also ich glaube, wir als BMG und auch die Bundesregierung insgesamt hat nie behauptet, dass wir eine flächendeckende Überlastung auf den Intensivstationen oder Corona-Stationen hatten, sondern es ging immer darum, dass wir regionale Engpässe hatten. Man hat ja dann auch im Laufe der Monate dieses sogenannte Kleeblatt-Verfahren entwickelt, sodass man an überlasteten Krankenhausstandorten Patienten eben verlegen konnte an andere. Das hat stattgefunden und es gab tatsächlich auch regionale Engpässe. Also von daher sehe ich da keinen Widerspruch. Meine Frage war ja, die Aussage war ja, die Intensivkapazitäten sind an vielen Orten ausgereizt. Ob dies sozusagen zu dem Zeitpunkt Mitte April tatsächlich der realen Zahlenlage, die man ja teilweise auch nur im Nachhinein beurteilen kann, mit den Daten, die Ihnen heute zur Verfügung stehen, ob die so gerechtfertigt war. Das BMG wird über Zahlen verfügen und sagen, das war im April, gab es an vielen Orten diese Kapazitätsauslastung oder nicht? Aber ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Also natürlich trifft die Bundesregierung Aussagen aufgrund von Daten und Zahlen, die im Zusammenhang, in der Zusammenarbeit mit dem RKI erhoben werden und nicht ins Blaue hinein. Gut, aber es gibt sozusagen diese Nachreichung von gestern, wo gesagt wurde, es gab nie eine Kapazitätsüberschreitung oder auch nicht am Rande vom Bundesgesundheitsministerium. Es gab die Aussage von Herrn Seibert. Genau, aber da hat der Kollege vor, dass das an vielen Orten der Fall war. Und ich finde es da völlig nachvollziehbar, dass man da nachfragt. Dann gibt es einen gewissen Widerspruch in der Darlegung und ob das Gesundheitsministerium, wie Sie diese Aussage von Herrn Seibert im April bewertet. Ich sehe den Widerspruch so nicht, aber das sei Ihnen natürlich unbenommen. Wenn an vielen Orten in dieser Bundesrepublik es zu Kapazitätsengpässen gekommen ist,
hat das für den Einzelnen schon mal dramatische Folgen. Denn möglicherweise sind da Menschen nicht so behandelt worden, ärztlich, wie das notwendig gewesen wäre, weil es Engpässe gegeben hat. Dass es die nicht flächendeckend gegeben hat, ändert ja nichts daran, dass es nicht doch für das Gesundheitssystem Probleme gegeben hat. Genau darüber habe ich mich mit einem Arzt unterhalten und der wies das entschieden zurück. Er sagte, dass es in einzelnen Kliniken Überbelegungen gebe und Kapazitätsengpässe. Das sei leider nicht zu vermeiden. Das habe es schon immer gegeben und das werde es auch immer geben. Und ein funktionierendes Gesundheitssystem zeichnet sich eben dadurch aus, dass man in solchen Situationen dann Ausweichmöglichkeiten habe. Und genau das habe man gehabt. Also das steht in völligen Widerspruch zu dem, was Frau Demmer hier sagt. Dieser Arzt sagt, die Bundesregierung betrüge. Die Bundesregierung sagt, solche Kritik ist überzogen. Ich überlasse das Urteil Ihnen. So, Herr Reitschuster, Sie können das wiederholte Senden von Erinnerungen einstellen. Ich habe Ihre Frage noch auf dem Schirm. Sorry, schon wieder ein Schnittfehler. Jetzt habe ich das nochmal hier reingeschnitten. Dann kann ich es aber gleich erklären, weil ich die Frage schon ganz am Anfang gestellt habe. Habe ich sie dann nochmal wiederholt, weil ich Angst hatte, dass die Vorsitzende sie vielleicht nicht mehr auf dem Radar hatte. Ich habe die Vorsitzende damit unterschätzt und da entschuldige ich mich auch bei ihr. Also in Zukunft weiß ich, dass ich die Fragen nicht wiederholen brauche. Danke für die Information, dass ich sie wiederhole, liegt aber auch daran, dass früher nicht bei dieser Vorsitzenden und auch nicht etwa bei der Vorsitzenden Wolf einfach Fragen nicht drankamen, die online gestellt wurden, aber nicht bei der heutigen Vorsitzenden. Sehr beachtenswert fand ich dann auch die Frage eines Kollegen, der sich für die Impfmöglichkeiten oder Impfdosen für Afghanistan interessierte. Kann man sicher unterschiedlicher Meinung sein, ob das in Afghanistan im Moment für die Menschen ein wichtiges Thema ist. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. In dem Zusammenhang jetzt wenig. Vielleicht könnten Sie das nachliefern. Es gab ja mal die Ankündigung, dass man AstraZeneca-Dosen, Anfang August hat man es angekündigt, an Afghanistan, Äthiopien, Sudan, Tadschikistan, Usbekistan liefern will. Ist davon schon was geliefert? Und mich würde da auch in diesem Zusammenhang interessieren, wird überhaupt noch an Afghanistan, also quasi die Taliban, werden da noch Lieferungen laufen von Corona-Impfstoffen oder hat man das jetzt erstmal eingefroren? Also jetzt ganz konkret, im September sind Abgaben an Namibia, Ägypten und Ghana vorgesehen. Darüber hinaus muss ich mich tatsächlich schlau machen, wie die weiteren Abgaben in der kommenden Zeit aussehen. Auch die Mengen würden ja interessieren dann, also wenn... Also zu detaillierten Mengen kann ich jetzt hier, wie schon gesagt, auch keine Auskunft geben, aber nur damit das nicht untergeht. Also ich möchte gerne nochmal für die Bundesregierung unterstreichen, die hohe Bedeutung, die die globalen Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie hat, und da auch nochmal auf das schon herausragende deutsche Engagement hinweisen. Ja, wenn man sich selbst nicht lobt, wer soll es sonst machen, dass man sich selber herausragendes Engagement zu belegt, das ist schon nicht ganz unbescheiden. Frau Demmer zählte dann noch die Zahl der parlamentarischen Anfragen auf und da überraschte es mich doch sehr, dass die Frage ob die Bundesregierung das richtig findet. Mit meinem Verständnis von Demokratie beißt sich das etwas, weil welche Regierung, welcher derjenigen, der kontrolliert wird, hat es gerne, wenn er viel kontrolliert wird. In meinen Augen ist das aber eine große, große Wichtigkeit, ja eine Bedingung für die Demokratie. Und dann wurde sogar noch nachgefragt, wie groß das Problem für die Bundesregierung ist durch den Zuwachs von parlamentarischen Anfragen, also durch die Kontrolle. Für mich, ja, ich sage jetzt wieder nichts, sonst werde ich unsachlich, aber dass man sich wundert und fragt, ist es für die Regierung ein großes Problem, wenn demokratische Kontrolle funktioniert und wenn die stärker wird, das finde ich beachtlich. Und aber hören Sie sich die Antwort und die Frage selber an. Ich rede wieder zu viel, Entschuldigung, aber wo ich mich heute schon bei dem Thema, das so schwerwiegend ist, zurückgehalten habe mit Kommentaren, dann kommt die Emotion jetzt hier hoch an der Stelle, wo sie eigentlich gar nicht so angebracht ist. Gut, gibt es Fragen zum Kabinett? Herr Rinke, dann Herr Jung. Ja, um direkt an den letzten Punkt anzuknüpfen. Frau Demmer, Sie haben ja die doch deutliche Zunahme an kleinen und großen parlamentarischen Anfragen erwähnt.
Können Sie auch eine Einschätzung abliefern, ob aus Sicht der Bundesregierung das eigentlich eine positive oder eine negative Entwicklung gibt? Man könnte ja sagen, mehr Transparenz der Regierung. Gegenargument, die Ministerien sind zunehmend gebunden durch die Beantwortung von Anfragen. Also was ist da die Haltung der Bundesregierung? Also es gehört zum parlamentarischen Fragewesen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich möchte jetzt von hier aus nicht bewerten, denn es ist natürlich Teil von Transparenz und Demokratie. Die Bewertung überlasse ich da hier ganz Ihnen. Okay, darf ich nochmal nachfragen, dann anders ausgedrückt, für wie große Probleme stellt sich dieser starke Zuwachs? Na, dass das ein erheblicher Mehraufwand ist, das können Sie sich denken. Gut. Ja, Demokratie ist ein erheblicher Mehraufwand. Und die Frage richtet sich natürlich gegen die AfD, wobei ich umgekehrt das dann zurückgegeben hätte und gefragt hätte, wie kam es denn, dass es früher so viel weniger parlamentarische Anfragen gab, war da etwas mit der parlamentarischen Kontrolle nicht so gut? Kann man ja fragen. Dann trug der Kollege Jung heute noch zur Erkenntniserweiterung bei. Sehen Sie sich die Wortwechsel an. Ich habe eine Frage zum Wasserstoff. Ja, ich glaube nicht, dass wir noch weiter in der Statistik verharren. Ich glaube, wir brauchen auch das BMU dazu, nicht nur das BMW. Ich kann schon mal das BMW fragen. Können Sie uns den Stand bei der Wasserstoffallianz mit Marokko und dem Bau des Referenzwerks nennen? Das wird ja auch Thema gewesen sein. Und Herr Fichtner, wie sieht die Bundesregierung den Wasserstoffbedarf in den nächsten 10 Jahren in Deutschland? Also welche Ziele haben Sie da? Also, ich gehe davon aus, in Terawattstunden. So viel Papier wie Ihr Chef Cyber sortiert Frau Demmer noch nicht, aber schon recht viel. Zu Marokko. Danke für die Flexibilität. Für Marokko ist das BMZ offenkundig zuständig. Entschuldigung. Ja, ich kann Ihnen aber zu Marokko kurz was sagen. Und da gibt es in der Tat konkrete Projekte. Aktuell kann ich Ihnen jetzt konkret, was diese Projekte beinhalten, das habe ich jetzt nicht mit. Das kann ich Ihnen aber gern zuliefern. Ich kann gern was dazu sagen. Ja, Sie haben Ton. Dankeschön. Marokko, das ist eine Initiative, die auch das Bundesentwicklungsministerium gemeinsam mit anderen Ressorts vorantreibt. Wir in unserem Aufgabenbereich haben eine Allianz mit der Regierung von Marokko gegründet. Das heißt ein bisschen sperrig, Entwicklung des Power-to-X-Sektors mit Marokko. Ich will jetzt gar nicht in technische Details gehen, aber da geht es über Wasserstoff hinaus, auch über die Entwicklung klimaneutraler Brenngase, synthetischer Kraftstoffe, anderer Dinge, die man dann eben mit den Stromüberschüssen herstellen kann. Da gab es letztes Jahr eine Absichtserklärung. Momentan läuft die Ausschreibung bis Ende des Jahres und es ist vorgesehen, dass im nächsten Jahr Baubeginn ist und Inbetriebnahme dann auch in den nächsten Jahren. Die Frage bezog sich ja insbesondere darauf, weil diplomatische Eiszeit zwischen Ihnen und Marokko herrscht. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Bau und die Baupläne? Das hat Auswirkungen. Wie gesagt, wir sind in der Vorbereitungsphase, wo es um Unterlagen gibt, wo es eben Ausschreibungsverfahren gibt, die laufen können. Wir haben die Zusage vor dieser Phase gemacht. Die Mittel sind zugesagt und momentan ruhen viele unserer Maßnahmen mit Marokko. Das ist aber was ganz anderes, als wenn wir Maßnahmen aussetzen, sodass die auch jederzeit sehr schnell wieder hochgefahren werden können. So, jetzt war Herr Fichtner noch gefragt zum Thema der Wasserstoffbedarfs, wenn ich so. Genau, also was die Terawattstunden angeht, das würde ich dem federführenden Bundeswirtschaftsministerium überlassen. Ich würde Sie gerne hinweisen auf unseren internationalen PTX-Hub und den globalen PTX-Atlas, den wir vor kurzem vorgestellt haben. Der macht international nämlich sehr deutlich, dass es da nur darum gehen kann, zusätzliche Ökostromanlagen einfach im Blick zu nehmen. Also es muss Wasserstoff sein, grüner Wasserstoff, der aus zusätzlichem Ökostrom hergestellt wird, denn es ist dem Klima nicht gedient, wenn Entwicklungsländer einfach weiter Kohlestrom verwenden bei sich zu Hause und den zusätzlichen Ökostrom dann exportieren. Das muss in sich zusammenpassen, wenn wir über den Import von grünem Wasserstoff reden.
Ansonsten würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu erzählen, dass auch wir auch in Deutschland Fortschritte machen. Das mag sein, aber es würde hier etwas zu weit führen. Deshalb für alle, die sich für diese Fortschritte Deutschlands im Sinne des Wasserstoffs interessieren, sei der Kanal reitschusterleerzeichen.de empfohlen. Da können Sie die gesamte Bundespressekonferenz von heute ansehen, auch mit den Fortschritten Deutschlands beim Thema Wasserstoff, so Sie die genauer wissen möchten. Und fast vergessen, natürlich ging es auch noch um das Klima. Der Entwurf für das Sofortprogramm sah ursprünglich noch 5,7 Milliarden Euro an zusätzlichem Fördervolumen vor. Nunmehr wird vorgesehen, für das laufende Jahr 2021 für Förderanträge im Rahmen der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude Mittel in Höhe von insgesamt 11,5 Milliarden bereitzustellen. Dies soll zeitnah um weitere Maßnahmen ergänzt werden, die die Bundesregierung im Juni im Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 vorgesehen hat. Das war's für heute aus der Bundespressekonferenz. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, ob ich etwas unterschlagen habe, das Thema afghanische Ortskräfte. Aber zu meiner großen Überraschung, dieses so lange beherrschende Thema kam heute hier gar nicht vor. Und Afghanistan wurde auch nur erwähnt im Zusammenhang mit den Impfdosen für die Taliban. Das war's für heute. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, lassen Sie ein Like da, bringen Sie die Algorithmen in Schwung mit einem Kommentar, unterstützen Sie. Alles Gute, danke. Ich wünsche Ihnen einen guten Rest der Woche und vor allem ein nervenschonendes Wochenende trotz Bundestagswahl. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. So, und nach alter Tradition, statt einem Witz oder eines unsinnigen Versprechers von mir, jetzt sinnvolle und wichtige Aussagen der Bundesregierung. Voilà! Und dann war heute im Kabinett der Abschlussbericht über die Umsetzung des zweiten nationalen Aktionsplans 2019 bis 2021 im Rahmen der Teilnahme der Open Government Partnership. Deutschland nimmt seit Dezember 2016 am Open Government Partnership Programm teil und tritt damit national wie international gemeinsam mit 77 weiteren Staaten für eine Förderung offenen Regierungs- und Verwaltungshandelns, also Open Government, ein. Dazu gehören Transparenz und Teilnahme, die Bekämpfung von Korruption sowie die Nutzung neuer Technologien zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Die Bundesregierung legt in dem Bericht Rechenschaft über die erreichten Meilensteine aus den auferlegten Selbstverpflichtungen ab. Der zweite nationale Aktionsplan enthält 9 Verpflichtungen der Bundesregierung und erstmals 5 Verpflichtungen der Länder Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen. Und 2 Jahre nach der Verabschiedung konnten 45 der insgesamt 68 Meilensteine des Aktionsplans auch vollständig erreicht werden. 20 Meilensteine befinden sich noch im Umsetzungsprozess. Der Bericht wird wie alle Publikationen im Rahmen des Open Government Partnership online zur Verfügung gestellt. Darin können Sie dann auch nähere Details zu den einzelnen Vorhaben finden. Die Teilnahme am Open Government Partnership ist ein fortlaufender Prozess zur Erarbeitung von Aktionsplänen, deren Implementierung und letztlich deren Evaluierung. Im Juni hat die Bundesregierung bereits den 3. nationalen Aktionsplan vorgelegt. Auch den finden Sie online. Jetzt bin ich beruhigt, dass das auch noch geklärt ist und dass wir regierungstechnisch in wunderbaren Händen sind. In diesem Sinne, gute Nacht.